Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu unserer finalen Parktour durch unsere Arctic Jurassic World. Wir werden uns heute nochmal alles ganz ausführlich anschauen und dann auch die Einschienbahn und die Jurassic Tour fahren. Ich finde, das hier ist unser schönstes Parkbauprojekt geworden. Deswegen freue ich mich jetzt hier auch richtig auf die finale Besichtigung. Hier vorne ist der Eingangsbereich. Da geht man dann erstmal eine kleine Kurve entlang. Ich zoome mal so ein bisschen raus. Und dann kommt man schon zu den ersten Besucherläden. Da haben wir auch schon so ein bisschen mit unserem Wegestil so ein bisschen gearbeitet, so einen kleinen weißen Streifen mit eingebaut, damit es nicht ganz so langweilig aussieht. Die Mods findet ihr übrigens alle unten in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt auch für euch die ganzen selbst erstellten Mods, wie zum Beispiel die Wegemod hier hochgeladen. Dann könnt ihr die auch benutzen. Wir haben hier einmal einen Gift-Shop, also einen Souvenir-Shop. Natürlich gibt es da kein Gift zu kaufen. Und einen Spielzeugladen. Das sind dann meiner Meinung nach eher so Läden, wo man nochmal reingeht, bevor man dann den Park verlässt, um sich nochmal ein kleines Andenken mitzunehmen. Und dann geht der Weg hier vorne weiter um die Kurve. Und da kommt man dann schon zum ersten Gehege. Und ihr seht schon unsere ersten Bewohner hier. Ist das nicht toll? Könnt ihr mal in die Besucherperspektive so ein bisschen gehen. So kommt man dann hier lang. Und dann sieht man die Dodos. Finde ich richtig cool. Da haben wir dann auch diesen großen Baum verwendet. Und den kleinen Zaun, der natürlich auch eine Mod ist. Das ist echt toll. Finde ich mega schön. Voll passend in dem Schnee. So sieht das Ganze dann von oben aus. Da haben wir zum ersten Mal unseren Wegestil, den wir quasi durch den ganzen Park durchgezogen haben, angewendet. Mit diesen drei verschiedenen Wegfarben und in der runden Form. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man geht hier nach unten oder nach da oben. Ich würde sagen, wir gehen mal hier oben als erstes lang. Das ist ja dann auch die Reihenfolge, wie wir das Ganze gebaut haben. Hier geht es nämlich jetzt erstmal so ein bisschen einen Berg hoch. Ist auch alles nicht zu steil, das haben wir ganz gut übergeglättet. Und hier kommt man dann endlich mal zu einer Toilette. Wenn man dann ein dringendes Bedürfnis hat, kann man hier schnell hinrennen. Wobei das schon ein relativ weiter Weg ist, muss man sagen. Links geht es dann auch nochmal hoch. In vielen Bäumen vorbei. Es sieht voll schön hier aus. Diese ganze Landschaft. Und hier kommt man dann auch nochmal entlang zu einem wundervollen Aussichtsturm. Mit einer wunderschönen Sicht auf die Berge und das Aviarium im Hintergrund. Und natürlich die Einschienbahn, die fährt da auch gerade fröhlich entlang. Man kann sogar die Pteranodons da fliegen sehen. Das finde ich ja cool. Das habe ich vorher gar nicht so geplant, aber das ist ziemlich nice geworden. Und mit etwas Glück kann man hier auch ein Dodo noch zu Gesicht bekommen, wenn die sich links oder rechts am Rand bewegen. Jetzt gerade leider nicht der Fall, aber ist schon wirklich cool, hier nochmal so einen kleinen Überblick zu haben. Und so sieht das Ganze von oben aus. Eine schöne Plattform, mitten im Wald, schön versteckt. Aber wir gehen jetzt mal zurück und laufen mal den anderen Weg entlang. Da geht es nämlich weiter. Ich finde das hier echt schön mit den Bäumen, direkt an den Wegen. Hier vorne werdet ihr gleich auch nochmal einen wunderbar platzierten Baum sehen. Sowas finde ich immer toll. Schade, dass es so ein bisschen Glückssache bei JWE ist. Weil wenn ihr mal schaut, dieser Baum hier, der steht richtig nice. Da geht man so richtig schön unter den Ästen hindurch. Das ist natürlich aus Besucherperspektive wirklich ein Traum. Mega schön. Und dann geht es hier ein wenig hoch. Und zum nächsten Highlight vom Park. Nämlich haben wir hier vorne, zoom mal ein bisschen, oh, das war runter, zoom mal ein bisschen hoch. Hier haben wir eine wunderschöne Besucherplattform, von der die Besucher einen richtig tollen Blick auf unsere nächsten Lebewesen haben, nämlich die Mammuts. Da sind sie glücklich und zufrieden. Ist das nicht schön? Und von dieser Plattform kann man wirklich alles sehen. Man kann in das gesamte Gehege gucken, auch da rechts. Also die Sicht hier ist wirklich wundervoll. Hier haben wir auch ein wenig mit Redwood Trees gearbeitet. Und natürlich einen schönen Gewässer, Felsen, alles was man braucht. Und hier sieht man sogar schon das erste Highlight von dieser Insel. Denn man hat hier mitten in der Insel so ein paar höhere Felswände. Solche steilen Berge kann man nämlich selber gar nicht bauen. Das kann man halt nur hier auf Isla Matanzeros ausnutzen. Um diesen kleinen Berg in der Mitte hier, den ihr seht jetzt gerade, haben wir auch insgesamt so ein bisschen herumgebaut. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter, lassen die Mammuts nochmal in Ruhe. Die werden wir gleich auch nochmal sehen, weil ihr seht schon im Hintergrund da, kommt die Jurassic Tour angefahren. Oh, die Pflanzen sind nicht ganz so gut gerendert auf die Distanz.
Aber mit der werden wir gleich auch noch fahren und dann sehen wir die Jurassic Tour natürlich auch noch. Die Mammuts natürlich auch noch. So, wir gehen den Weg weiter entlang. Zu unserer Linken gibt es einen kleinen Mitarbeiterbereich. Den haben wir auch so ein bisschen abgegrenzt mit Zäunen, dass man den kaum sieht, schön im Wald versteckt. Da sind dann unsere Ranger-Teams abfahrtbereit, falls mal irgendwas sein sollte. Natürlich im wunderschönen Orange und die haben alle Namen von euch natürlich bekommen. Ihr könnt auch nochmal nachgucken, wer sich alles so verewigt habt, denn das Safe Game ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung zu finden. Genau wie die Mods, wie ich schon gesagt habe. So, wir gehen hier weiter entlang. Hier kommt dann die nächste Toilette. Ja, sorry, wenn ich die Kameraführung manchmal ein bisschen verkacke, das ist nicht ganz so einfach. Und hier vorne geht es dann weiter zu einem nächsten Aussichtsturm. Und das hier ist die Sicht auf unser nächstes Gehege. Dort befinden sich Wollnashörner, die sich gerade schön in der Felslandschaft bewegen. Highlight von dem Gehege ist auf jeden Fall der große Höhenunterschied. Weil wenn ihr mal guckt, hier oben ist es halt viel, viel höher als da unten. Und das ist dadurch auch relativ spannend, denke ich. Weil wir werden dann nachher auch noch mit der Jurassic Tour langfahren, da freue ich mich schon mega drauf. Hier haben wir auch das Ganze ein bisschen trockener gestaltet, weniger Bäume und ein wenig mehr Felsen. Fällt mir richtig gut, das Gehege. Wir werden da gleich auch noch mehr von sehen. Aber jetzt geht es hier erstmal weiter den Weg entlang. Hier vorne kommt man dann nämlich zu einem wunderschönen Restaurant. Eins meiner Lieblingsgebäude. Allein schon wegen diesem coolen Skelettkopf. Schade, dass man solche Deko-Elemente nicht so platzieren kann. Das wäre mega cool. Was ist das eigentlich? Ist das ein Spino oder ist das ein Sucho? Der Schädel? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das Restaurant aber auch wirklich ein wunderschönes Gebäude. Da mit dieser schönen Schneelandschaft im Hintergrund. Das ist schon toll. Hier kann man dann den Weg weiter entlang gehen. Hat dann auch an der einen oder anderen Stelle die Möglichkeit, hier hindurch zu gucken. Um mit etwas Glück ein Wollnashorn zu sehen. Das Glück haben wir leider gerade nicht, weil das Gehege halt, wie gesagt, sehr hügelig ist und viele Höhenunterschiede hat und deswegen ist hier so ein bisschen die Felswand davor, aber das macht ja nichts. Ist ja ganz cool, wenn die sich auch mal ein bisschen verstecken. Die sind nämlich gerade alle da unten am Zaun. Da kann man nämlich auch nochmal durchgucken. Hier geht der Weg dann nochmal in der Kurve runter und dann kommt man schon direkt zum nächsten Highlight, wo man nochmal die Wollnashörner in Ruhe beobachten kann, nämlich durch diese wundervolle Beobachtungsgalerie. Ich würde sagen, gehen wir auch mal ganz fix hinein dort und schauen uns mal die Sicht an. Und von dort aus kann man wirklich die Nashörner nochmal wundervoll beobachten, gerade wenn die dann hier vorne grasen und fressen. Das ist echt schön. Ich finde das echt cool, dass wir solche tollen Mods hier haben, die dann auch in so eine Eislandschaft richtig gut hineinpassen. Jetzt könnt ihr auch nochmal richtig gut den Höhenunterschied sehen. Wenn ihr mal links guckt und dann rechts oben. Und von dieser Galerie aus geht es dann hier links ein Stückchen weiter. Hier sind übrigens auch nochmal öfter diese Stellen, wo man dann durchgucken kann. Hier stehen auch schon die Forscher mit ihren Tablets. Und beobachten ja nicht die Tiere. So klug ist die KI dann doch nicht. Aber hier kann man dann auch nochmal durchschauen und dann wirklich auch nochmal das ein oder andere Nashorn zu Gesicht bekommen. Deswegen haben wir ja diese Stellen eingebaut. Aber wir begeben uns jetzt auch hier in die coole Jurassic Tour und dann fahren wir mal hier durch. Ein Gehege haben wir auch noch gar nicht gesehen. Das werden wir gleich zum ersten Mal mit der Jurassic Tour dann erkunden. Da sind wir nämlich noch nicht vorbeigekommen. Ich bin zwar großer Fan bei der Tour einfach als Gast mitzufahren, aber wenn wir selber fahren können, dann ist das schon immer ganz nice, dass wir dann auch mal anhalten können in Ruhe und uns Sachen ganz in Ruhe halt angucken können. Das ist immer ganz schön. Ich versuche aber trotzdem auf der Strecke möglichst zu bleiben. Wir sind jetzt hier in dem Wollnashorn-Gehege. Die Nashörner scheinen sich gerade auch alle zu verstecken. Hier ist auch nicht zu steil, da habe ich extra drauf geachtet. Ordentlich übergeglättet. Hier hinter die Felsen. Und dort sind dann auch die Tierchen. Alle in einer riesigen Gruppe. Jetzt werden wir auch hier direkt aufgehalten. Mit den Kollegen da vor uns.
Mal schauen, wie lange das jetzt dauert. Da legt sich nämlich gerade eins mitten auf die Straße. Aber deswegen fahre ich auch selber. Also sonst würden wir jetzt hier ewig stehen. Aber wir können jetzt einfach vorbeidüsen. Da schläft da einfach. Alle schlafen da. Wie frech. Soll ich mal hupen? Okay, jetzt sind sie echt wach. Oh, oh. Das war, glaube ich, ein Fehler. Sollten wir hier schnell verschwinden. Hier vorne geht es aber zum Glück schon raus aus dem Gehege. Oh Gott. Vielleicht werde ich weggerammt mit diesen Riesenhörnern. Oh, oh. Jetzt aber schnell. Gib Gas. Das war knapp. So, hier zu unserer Rechten waren wir vorhin auch schon. Hier geht es jetzt nämlich ins nächste Gehege. In das Mammutgehege. Und da vorne sind sie. Da oben ist die Aussichtsplattform, auf der wir vorhin waren. Und das Mammut kommt direkt auf uns zu. Das ist auch so eine tolle Mod. Das ist so nice. Oh Gott, anhalten. Jetzt kommt er wirklich genau auf uns zu. Aber es ist so wunderschön in dieser Schneelandschaft. Ich liebe das. Ich muss jetzt mal ein kleines Stück eben rückwärts, damit wir hier keine Probleme bekommen. Und dann fahren wir mal vorbei. Nicht, dass es sich hier zu sehr belästigt fühlt. Hier ist ein bisschen schräg, aber das geht noch. Auch wieder wunderschöne eingeschneite Redwood Trees hier. Und dann geht es einmal hier hinten um die Kurve. Dort sehen wir dann auch nochmal Mammuts. Hier an dem kleinen Wasserloch wahrscheinlich gerade getrunken haben. Was für ein knallig grünes Auge. Wunderschön. Und weiter geht's in das Gehege, was wir jetzt in dieser Folge noch nicht gesehen haben. Aber ihr kennt es ja sicherlich schon. Zumindest die, die meine Arctic Jurassic World verfolgt haben. Wir haben ja alles gemeinsam gebaut. Was ich euch hier gerade zeige. Und hier geht's dann in das letzte Gehege für diese Tour. Nämlich mit Terrorbirds. Hier haben wir sehr viel Wasser verwendet. Er bleibt auch direkt vor uns stehen. Bitte nicht angreifen. Also Bock hat er keinen auf uns. Sieht zumindest nicht so aus. Toll, ist mein Controller leer. Immer das gleiche. Immer wenn man ihn mal braucht, ist der Akku leer. So kennt man es. Ja, die Terrorbirds sind auch nice. Schön ist ja, dass die auch wirklich Fische fangen können hier. Hier geht es einmal im Kreis. Das seht ihr gleich auch nochmal von oben. Das sieht echt cool aus. Wir haben die Besucher auch nochmal die Möglichkeit durchzuschauen. Hier habe ich wieder so eine kleine offene Stelle eingebaut. Und in der Mitte, da ist jetzt ein bisschen der Zaun im Weg, da ist auch nochmal so ein größerer Felsen. Aber das seht ihr gleich, wie gesagt, alles nochmal von oben ein wenig besser. Und den ganzen Bereich schauen wir uns gleich nochmal ausführlich an. Könnte auch sein, dass diese ganze Tour hier durch den Park ein bisschen länger dauert. Aber ich will mir auch Zeit lassen und das Ganze genießen. Ich liebe nämlich diese Schneelandschaft, das ist so schön. Hier geht's dann weiter. Schlafen noch mal einige. Ja, jetzt habe ich sie aufgeweckt, jetzt sind sie bestimmt böse. Bitte nicht fressen. Oh, oh. Er schnappt auf jeden Fall schon nach uns. Aber gut. Hier kann man die dann nochmal beim Fressen beobachten, kurz bevor man hier rausfährt. Ich glaube, er frisst jetzt auch nochmal. Oder? Ja, sieht so aus. Nee, doch nicht. Wow, er hat nur angetäuscht. Gut, fahren wir weiter. Hier endet nämlich die Jurassic Tour dann. Und für uns geht es dann hier weiter. Ich will euch aber nochmal dieses Gehege hier kurz zeigen von oben. Das war das Wollnashorn-Gehege. Das sieht so aus. Und hier links ist dann das Terrorbird-Gehege. Hier sind auch nochmal ein paar Läden, Toiletten. Und das hier ist, glaube ich, ein Kleiderladen. Auch ein sehr schönes Gebäude. Und so sieht das Ganze von oben aus. Seht ihr nochmal hier den Halbkreis von dem Terrorbird-Gehege. Da sind wir gerade am Rand entlang gefahren. Hier ist dann schön Wasser drumherum. Und hier vorne kann man mit etwas Glück dann auch die Terrorbirds
beim Fischefangen beobachten. Denn hier vorne schwimmen auch Fische drin. Irgendwelche Rotfedern oder so. Wie groß. Keine Ahnung, was das für Fische sind. Aber ist auch ganz cool. Weil die sind ja eigentlich Baryonyx. Da sind wir nämlich vorhin auch reingefahren. Hier haben wir auch wieder diesen Wegestil mit den drei Farben verwendet. Das haben wir öfter gemacht. Das sieht ziemlich cool aus von oben alles. Und wenn man hier dann nochmal links geht, kommt man gleich nochmal zu so einem schönen Turm. Da stehen auch schon einige Leute drin. Aber wir gehen erstmal hier rechts kurz. Hier kann man nämlich auch nochmal einen Blick in das Gehege riskieren. Und nochmal alles perfekt sehen. Das ist ziemlich cool. Und hier links kann man auch nochmal hingehen. Und mit etwas Glück dann die Mammuts sehen, wie sie alle gerade trinken. Und auch die Jurassic Tour, die fährt dann hier entlang. Und von dem Turm aus hat man nochmal eine wundervolle Sicht auf unser Mammutgehege. Das ist echt schön. Immer schön von oben die Mammuts beobachten, weil hier auch wirklich ein Highlight sind, ne? Also da kann man sich nicht dran satt sehen. Weiter geht das Ganze hier entlang. Wir können auch mal hier ein bisschen runterfliegen wieder. Hier unter den Bäumen hindurch. Und durch die Einschienenbahn hindurch. Das ist auch ziemlich cool mit den Stützen. Zum nächsten Gehege. Und wenn man hier ankommt, denkt man gleich so, oha, was ist da denn hinter? Weil das ist schon sehr High Security mit dem Zaun. Das geht dann hier auch einmal komplett drumherum. Hier haben wir auch wieder den Drei-Farben-Wegestil benutzt. Und wir riskieren natürlich direkt einen Blick hinein ins Gehege. Warum auch nicht? Ah, da sind sie. Hier sind nämlich zwei Aero-Steons drin. Der schläft gerade mit offenem Auge. So wie es aussieht. Ich zoome mal ein bisschen raus. Dann seht ihr auch wieder, dass wir wundervoll diesen dreifarbigen Wegestil verwendet haben. Das wiederholt sich auch sehr, sehr häufig. Sieht aber meiner Meinung nach auch echt cool aus. Man hat hier auch keinerlei Möglichkeit, hineinzuschauen. Der Zaun ist überall dicht. Das heißt, man muss wirklich hier vorne zu dem Turm gehen, wenn man da reinschauen möchte. Aber ich finde es trotzdem sehr cool. Wir haben ja auch so einen kleinen Höhenunterschied eingebaut. Da oben der Zaun ist ein bisschen höher als der untere. Das finde ich auch nochmal eine ganz nice Idee. Aber wir gehen jetzt mal hier weiter. Über diese Brücke. Brücken kann man auch echt gut bauen mit diesen kleinen Mini-Zäunen. Hier vorne wäre dann unser Resort. Da kann man einchecken und sich ein schönes Zimmer mieten. Also ich muss sagen, die Sicht aus dem Hotel gefällt mir echt gut. Es war jetzt kein Dinosaurier zu sehen oder Gehege, aber wirklich eine wunderschöne, eingeschneite Berg- und Schneelandschaft. Ah, ist das toll. Also das kann man wirklich genießen. Und man hat ja echt eine sehr gute Rundumsicht hier vom Hotel. Hier stehen auch schon ein paar Gäste. Da hinten kann man sogar das Aviarium sehen. Also kann man mit etwas Glück sogar Pteranodons fliegen sehen. Da ist sogar gerade einer. Ganz klein, braucht man auf jeden Fall ein Fernglas. Vom Hotel geht es dann aus in eine Einkaufs- und Fressmeile. Also hier kann man sich dann nochmal ein wenig eindecken mit Klamotten, Andenken, Souveniren und natürlich was essen und trinken. Toilette darf dann natürlich auch nicht fehlen. Und hier vorne haben wir eine Einschienenbahnstation. Hier könnte man jetzt einsteigen, aber das machen wir jetzt noch nicht. Weil wir haben noch eine weitere, da kommen wir gleich noch hin. Was haben wir hier? Nochmal einen Kleiderladen. Und eine wunderschöne Bar. Da sitzen auch schon die Gäste. Und warten alle. Ein bisschen Musik ist auch am Start. Sehr gut. So, wir gehen nochmal ein bisschen hoch. Da vorne ist dann auch ein Schutzbunker, weil wir kommen gleich in einen gefährlichen Bereich. Aber bevor wir da hingehen, geht's hier natürlich zu dem Turm. Und dort kann man dann mit etwas Glück nochmal rüberschauen zu den Aerosteons. Also man sieht schon, die Sicht ist nicht perfekt auf das Gehege. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Da muss man halt ein bisschen länger hier drin bleiben und mal ein wenig beobachten und gucken, ob man sie zu Gesicht bekommt. Außerdem hat man ja natürlich noch die Möglichkeit, da oben über die Einschienenbahn dann in das Gehege zu schauen. Das werden wir gleich hoffentlich dann auch noch hinbekommen. Und gerade zeigt sich leider keiner. Egal, weiter geht's in den gefährlichen Bereich. Hier vorne geht's entlang. Hier ist auch nochmal ein schönes Sicherheitszentrum passend, wo man dann auch zur Not hineinflüchten kann, wenn mal was passieren sollte. Denn hier vorne sind wieder super, super gefährliche Dinosaurier drin. Das sind nämlich die Dinos, die wir letzte Folge freigelassen haben. Auch hinter einem riesigen Zaun. Aber wir schauen jetzt erstmal hier durch die Galerie. Und da sind sie, unsere gefiederten Raptoren.
alle schön am Fressen da hinten. Die sehen auch schon sehr cool aus in dieser Schneelandschaft. Haben auch einen Doppelzaun von innen. Da ist nochmal so ein kleiner Elektrozaun vor. Und von außen halt diese riesige Mauer. Sicher ist sicher bei Raptoren. Ihr wisst ja, wie gefährlich die sind. Wir haben aber auch noch wunderschöne Namensvorschläge von euch bekommen in der letzten Folge. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Deswegen blende ich die jetzt mal eben auf dem Bildschirm ein, wer sich alles verewigt hat. Vielen, vielen Dank für die ganzen Kommentare. Ihr seid jetzt hier in meinem Raptor-Gehege vertreten. Ein relativ simples Gehege, aber trotzdem sehr schön. Und so sieht das Ganze von außen aus. Das ist schon heftig mit diesem hohen Zaun, ne? Auch hier direkt am Wasser. Hier fließt ja auch der Fluss entlang. Den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Und der Zaun ist wirklich gigantisch. Also das ist echt heftig. Ich hoffe, da wird kein Raptor ausbüchsen können. Hier auf der Innenseite haben wir dann eh nochmal diesen Doppelzaun mit Elektro. Also das sollte eigentlich sicher genug sein. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal ganz kurz einmal den Fluss entlang. Dann seht ihr das auch nochmal. Der schlängelt sich nämlich hier entlang. Hier ist dann die erste Brücke. Da gehen wir jetzt auch gleich noch drüber. Und dann geht es hier vorne weiter Richtung Aerosteon-Gehege. Einige Felsen, einige Bäume. Das hier ist der Turm, wo wir vorhin waren, und die Einschienbahnstation. Und dann trennt sich der Fluss hier ein bisschen, damit das Ganze nicht ganz so langweilig ist. Und geht hier weiter bis zum Rand über die andere Brücke, über die wir vorhin schon gelaufen sind. Und endet hier vorne, oh, hier kann ich gar nicht rüber, endet hier vorne im Wald. Für uns geht es aber jetzt über die letzte Brücke hier. Hier rechts ist übrigens auch nochmal ein Weg, da kann man ein bisschen abkürzen, wenn man nicht den ganzen Umweg hier laufen möchte. Da ist aber nichts Besonderes mehr. Wir gehen jetzt hier vorne entlang zu unserem Hauptbereich. Eigentlich hätten wir das eher von der anderen Seite machen müssen. Ich glaube, das machen wir auch mal eben. Nämlich hier vom Haupteingang, wo die Dodos waren. Da drehen wir uns einmal um 180 Grad. Und dann gibt es natürlich hier noch die Abzweigung in diese Richtung. Und dort geht es dann zu unserem Hauptplatz und dem Aviarium, welches auch wunderschön aussieht. Da kann ich mich echt nicht dran satt sehen, wenn ich da drin bin. Sieht mit dieser Schneemord einfach so schön da drin aus. Wollen wir direkt mal reingehen? Würde ich fast sagen, ne? Wenn wir jetzt hier gerade schon so schön auf den Eingang drauf zulaufen, dann können wir uns das Ganze auch nochmal angucken und genießen. Habe ich zu viel versprochen? Und da flattern sie und landen gerade alle. Ah, das ist echt wunderschön. Mit diesem Nebel. Und die Atmosphäre hier drin ist einfach wundervoll. Hier gibt es natürlich noch einige Kameras, die man durchschalten könnte. Aber ich denke mal, das haben wir uns schon zu Genüge angeguckt. Es ist wirklich wundervoll. Also diese Kamera ist eh die beste. Es ist schade, dass man die nicht benennen kann. Sonst hätten die auch natürlich alle einen Namen bekommen. Aber ich finde das so toll mit diesen Schneepflanzen da drin. Und dann natürlich auch diese Schneelandschaft im Hintergrund. Dadurch herrscht hier drin einfach eine ganz andere Atmosphäre und das gesamte Gebäude wirkt irgendwie anders. So, genug geschwärmt. Wir schauen jetzt erstmal den Hauptplatz einmal von oben an, würde ich sagen. Gehen wir mal ein bisschen raus. Hier fährt dann einmal die Einschienenbahn drumherum. Das Ganze haben wir auch im Kreis mit dem Weg einmal drumherum wieder gebaut, mit unserem Wegestil, den wir öfter verwendet haben. Hier vorne haben wir ein Wissenschaftszentrum, ist es, glaube ich. Dann haben wir ein Gewächshaus. Da hinten sind noch einige Besucherläden, die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Da ist auch nochmal unter anderem ein neues Gehege. Und hier vorne haben wir zwei Toiletten für die Gäste. Aber ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal kurz hier vorne hin. Auch hier alles schön begrünt mit Pflanzen. Das sieht auch echt cool aus hier, der Übergang so. Kann hier auch von außen perfekt reinschauen. Und sogar schon die Pteranodons beobachten. Aber hier vorne ist unser letztes Gehege, was wir noch nicht gesehen haben. Das sind, wie heißen die denn nochmal? Epiornis, glaube ich, ne? Epiornis sind hier. Auch nochmal mit einem kleinen Zaun, dass man die gut beobachten kann. Fressen sie hier ihre ausgewählten Pflanzen aus ihrem Special Feeder. Ja, das Gehege schlängelt sich auch einmal hier entlang. Das ist so ein längliches Gehege.
Aber das ist cool, wie nah die an den Zaun rangehen, ne? Immer schaut, die Besucher sind hier wirklich direkt an den Vögeln dran. Die könnten die sogar füttern, weil die höher sind als der Zaun. Und im Hintergrund seht ihr dann auch noch mal ein paar mehr Besucherläden. Und das Gehege schlängelt sich halt wirklich einmal ja, im Halbkreis quasi um das Aviarium herum. Ist ein sehr schmales, aber dafür längliches Gehege. Also die haben definitiv genug Platz. Hier sind dann auch noch ein paar Besucherläden. Zwischen den Läden habe ich immer so ein paar Bäume gepflanzt. Das sieht auch ganz cool aus. Fossilienzone haben wir auch noch nicht gesehen. Aber wenn man dann hier vorne entlang geht, dann geht es nochmal zu unserer Einschienbahntour. Da werden wir gleich mitfahren. Da freue ich mich schon drauf. Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich bin da sehr gespannt, wie die Sicht sein wird. Problem ist halt immer bei diesen Sachen, wenn man die nicht selber steuern kann, dass sie meistens sehr, sehr schnell sind. Und los geht's. Zu unserer Rechten ist direkt das Aviarium. Jetzt seht ihr schon, was ich meine mit schnell, ne? Also, die fährt halt so schnell, die Tour. Wäre halt cool, wenn man dann noch wenigstens so ein paar Stops oder so einbauen könnte. Dass man hier wenigstens mal ein bisschen mehr Zeit hat, sich umzugucken. Ich schwenk mal schnell nach links, da kann man nämlich ganz kurz die Mammuts sehen. Und auch die Terrorbirds, aber es geht einfach zu schnell. Sehr, sehr schade. Aber jetzt kommt das wichtigste Gehege, nämlich das, wo man sonst fast keine Chance hat, reinzugucken. Aber ihr seht, ne? Also von hier oben kann man wirklich perfekt die Aerosteons sehen. Von der Einschienbahn hat man da die beste Sicht in das Gehege. Aber es geht einfach so unfassbar schnell. Aber es ist trotzdem schön natürlich, ne? Hier geht's schon zur ersten Station. Und dann sind wir schon fast am Ende. Und nach einem kurzen Zwischenstopp in dieser geht's dann weiter. Zu unserem Raptor-Gehege. Da kann man auch nochmal von oben perfekt reinschauen. Diese Einschienbahn ist echt perfekt für so Gehege mit so ja, sehr hohen Zäunen. Weil von oben hat man einfach so eine schöne Sicht. Da sind die Raptoren. Sehen auch echt so toll aus. Auch die ganzen Muster. Echo, Delta, Charlie, Blue. Ah, das ist alles so cool. Aber da vorne geht es jetzt leider schon zum Ende. Wir schauen uns nochmal ein letztes Mal das Ganze von ganz weit oben an. Dann seht ihr nochmal, wie cool das aussieht mit diesem Wegemuster, was wir halt regelmäßig im Park angewandt haben. Diese schönen Kreise mit der braunen Wegfarbe außen. Das ist schon sehr nice. Und auf dieser Seite ist das natürlich auch nochmal. Unten beim Terrorbird-Gehege. Und das hier ist der Eingangsbereich. Gehen wir mal schnell hin. Der sieht nochmal so aus. Da sieht man nochmal schön den Beobachtungsturm. Und natürlich ja nochmal ein Highlight dieser Insel. Nämlich die drei Gehege, die sich um diesen Berg darum schlängeln. Mit den Mammuts, mit den Rhinos und den Terrorbirds. Hier ist dann nochmal der Berg. Der ist halt inmitten der Insel. Das ist ziemlich cool. Ist echt schade, dass man in dem Spiel solche steilen Klippen und Felsen nicht selber bauen kann. Aber Leute, das war's mit unserer Arctic Jurassic World. Das Safe Game und die Modliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das Ganze mal selbst ausprobieren oder vielleicht sogar nachbauen oder abändern oder wie ihr möchtet. Ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr das Projekt so sehr gefeiert habt und immer ein Däumchen dagelassen habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.